Ja, hi, willkommen bei der neuesten Ausgabe von Meros Buchclub. Ich habe mich in letzter Zeit aus Gründen, die langfristig, also so in 2 Couchstunden ungefähr, klar werden sollten, in letzter Zeit mit Kybernetik befasst und würde gerne erklären, warum und so. Aber da müssen wir uns langsam an die Grundlagen herantasten. Und deswegen machen wir heute ein bisschen die Grundlagen zu Kybernetik oder Cybernetics. Damit das Axels Buchclub ist, muss Axel ein Buch gelesen haben. In dem Fall An Introduction to Cybernetics von Ross Ashby. Das ist so ein Psychologe, Psychiater. Und das ist so die erste formale Abhandlung dazu zum Thema Kybernetik. Das Cyber in Cybernetics ist das Cyber, wo Cyber herkommt. Also wann immer ihr Cyber als Präfix benutzt, kommt das von Cybernetics. Und falls ihr das Logo kennt von Kubernetes, Kubernetes heißt Kubernetes aus dem gleichen Grund, warum Cybernetics heißt. Und zwar ist das abgeleitet vom griechischen Kubernetikos, was ein guter Steuermann heißt. Genau, und was ist Cybernetics? Ich habe so ein paar Definitionen mal aus der Wikipedia geklaut. Das transdisziplinäre Feld von zirkulären Prozessen und Feedbacksystemen. The study of control and communication in the animal and the machine. Circular causal and feedback mechanisms in biological and social systems. The study of systems of any nature, which are capable of receiving, storing and processing information, so as to use it for control. Das alles klingt alles sehr hochtrabend, aber salopp gesagt ist eben Kubernetik ist die Wissenschaft von Systemen und Kontrolle und Steuerung. Und eine Sache, die man dazu erwähnen sollte, ist, das kommt alles irgendwie so aus den 40ern und 50ern und eine Sache, die ihr irgendwie merken werdet, ist, dass sehr viele der Begriffe, die sich damals ausgedacht haben, sind heute in Computer Science und sowas einfach eingeflossen. Und so als Feld ist das ein bisschen untergegangen, so nach den 60ern. Genau, aber ich finde es trotzdem spannend und deswegen erzähle ich ein bisschen was dazu. Genau, das Erste, ach so, und ich halte mich so an diesen Formalismus aus diesem Buch, also so ein bisschen. Das Erste, was wir wissen müssen, wenn wir über Kybernetik reden, ist, was ist eigentlich eine Maschine oder ein System. Der Begriff Maschine und System werden so ein bisschen interchangeable benutzt. Ursprünglich sprach man sehr oft über Maschinen. Ich glaube, heute sagt man eher Systeme. Ashby definiert eben eine Maschine einfach als eine Transformation, also als eine Abbildung. Wir haben irgendwie so ein paar Dinge, irgendwie A wird auf C abgebildet, B auf D und so weiter. Also irgendwie, wir nehmen irgendwelche Elemente und bilden die auf irgendwelche neue Elemente ab und die schreibt er in diesem Buch immer so. Oder wie wir es heute schreiben würden, ist einfach eine Funktion von irgendwie x nach y. Und sie ist abgeschlossen, wie wir sagen, wenn das Bild eine Teilmenge von seinem Urbild ist, wer Mathematik gemacht hat, versteht, was das heißt. Das heißt, wenn alle Werte in Y, die getroffen werden von dieser Abbildung, wieder selbst in X liegen, dann sprechen wir von einem geschlossenen System oder von einer geschlossenen Maschine. Und das ist deswegen spannend, weil wir solche Maschinen dann wieder auf ihr eigenes Bild anwenden können. Das heißt, wir können sie wieder und wieder und wieder abbilden, wieder und wieder wieder anwenden, diese Abbildungen, und dadurch quasi potenzieren. Und damit modellieren wir also quasi den zeitlichen Fortschritt, den so ein System macht. Das heißt, ihr müsst euch diese Menge X als die Menge aller Zustände, in dem dieses System sein kann, vorstellen. Und die Anwendung dieser Abbildung ist eben ein Zeitschritt machen und dann kommen wir in den nächsten Zustand. Und weil das ein bisschen irgendwie unübersichtlich ist, diese Dinge so zu schreiben, eine Art und Weise, wie man die auch schreiben kann, vor allem wenn man geschlossene Systeme hat, ist als Kinematic Graph. Und das heißt, wir malen einfach alle States auf, die diese Maschine haben kann, und malen jeweils einen Pfeil für, was ist der im nächstfolgenden Schritt, folgende Schritt. Wenn wir uns irgendwie A angucken, ist hier A.
Und dann machen wir den Pfeil, weil A auf D abgebildet wird, ein Pfeil von A nach D und von D nach I und so weiter. Und das würde man heutzutage eine Finite State Machine nennen. Oder allgemein eine State Machine. Ne? Also das, so, diese Form von Diagramm ist einem vielleicht so geläufig, wenn man sowas macht. Eine wichtige Sache ist aber, technisch gesehen, wir müssen nicht unbedingt endliche Mengen haben an States, aber es ist halt einfacher, sich über endliche Maschinen Gedanken zu machen, und deswegen machen wir uns erstmal über endliche Maschinen Gedanken. Und so ein paar Sachen, die man hier jetzt angucken kann, ist, was man hier sehr schön sieht, ist nämlich, wie sich die Maschine oder das System eben entwickelt, wenn Zeit vergeht. Ne? Also zum Beispiel, wenn wir in einem dieser States von diesem linken Subgraphen hier landen, dann ist irgendwie, wandern wir eben mit der Zeit diese Pfeile lang und landen eben irgendwann in diesem Zyklus von A nach D nach I, von A nach D nach I. Oder wenn wir hier arbeiten, dann landen wir irgendwann in diesem Zyklus immer nur mit H. Und irgendwie alle States, die hier sind, laufen irgendwann in diesen Zyklus rein. Und das ist eben ganz typisch, und das ist etwas, was später wichtig wird. Wir nennen diese Dinge stabile Mengen oder stable Sets, so Mengen, die unter der Abbildung der Maschine quasi, unter dieser Transformation, auf sich selbst abgebildet werden. Also alle A, D und I werden wieder abgebildet auf A, D und I respectively. Right? So. Okay, jetzt das sind quasi Maschinen. Das ist eine abstrakte Definition von, was eine Maschine ist oder was ein System ist. Jetzt wollen wir aber, weil eine der Sachen, die hier halt auffällig ist, wir haben hier irgendwie keine Inputs, sondern die Maschine ist einfach deterministisch, die ist in irgendeinem Zustand und dann entwickelt die sich in diesem Zustand vor sich hin. Ne? Und wenn wir uns irgendwie mit Steuerung und sowas auseinandersetzen, dann wollen wir halt auch modellieren können, wie das ist, wenn wir Inputs an Maschinen geben. Und wie wir das machen, ist, wir sagen, statt eben einer Abbildung haben wir verschiedene Abbildungen, in diesem Fall halt drei. Und das heißt, wir parametrisieren unsere Abbildung mit einem oder mehreren Parametern. In diesem Fall haben wir einen Parameter, der drei Zustände annehmen kann, 1, 2 oder 3. Und je nachdem, welcher Parameter gewählt wird, ändert sich halt das Verhalten dieser Maschine. Ne? Also wenn der Parameter 1 ist, dann bildet sie halt A auf C, B auf D, C auf D, B auf D, D auf B ab. Und wenn der Parameter 2 ist, bildet sie A auf B ab, B auf A, C auf D, D auf C. Ne? So, und so schreiben wir also quasi parametrisierte Maschinen. Da wir uns mit Systemen und deren Interaktion befassen, können wir uns jetzt die Frage stellen, wie wir das für Input benutzen, um quasi den Output eines Systems in ein anderes System reinzufüttern, abstrakt. Wie wir das modellieren. Das heißt, angenommen, wir haben eine zweite Maschine oder ein zweites System P. Das muss genauso viel Zustände haben, oder nicht genauso viel, aber es muss mindestens so viel Zustände haben wie, nee, das stimmt auch nicht. Anyway, das hat hier drei Zustände in diesem Fall und ist halt wieder eine eigene Abbildung. Und jetzt können wir halt diese beiden Systeme koppeln, indem wir eine Kopplungsfunktion angeben. Das heißt, wir sagen quasi, P soll als Input gefüttert werden an R, und deswegen sagen wir quasi, welcher State von P welchem Parameterwert von R entspricht, indem wir eine Kopplungstransformation angeben, eine weitere Maschine angeben, die halt diese Kopplung darstellt. Und Z sagt jetzt also quasi, wenn P im Zustand I ist, dann soll der Parameterwert von R soll 2 sein. Wenn P im Zustand J ist, dann soll der Parameterwert von R 3 sein. Wenn P im Zustand K ist, dann soll der Parameterwert 2 sein. Und so bestimmt eben diese Kopplung bestimmt halt, wie quasi der Zustand von P an R rangesteckt wird. Das heißt, P steuert hier mehr oder weniger P, und das malen wir so. So, jetzt sieht Empire sehr verwirrt aus. Wir sind noch ganz am Anfang. Nein, okay, also. Ich habe euch verloren. Gut, also. R ist eine Maschine, R hat vier Zustände, A, B, C und D, right? Gut. R ist parametrisiert und der Parameterwert 1, 2 oder 3 wählt quasi die Zustandsfunktion aus, right? So.
Und das heißt, anschaulich können wir uns das irgendwie vorstellen, als unsere Maschine hat so einen Drehknopf an der Seite und der kann 1, 2 oder 3 anwählen und je nachdem, auf wem wir den entwickelt sich die Maschine halt an jeweils den unterschiedlichen Graphen, entsprechend einer unterschiedlichen Transformation. P ist auch eine Maschine. P hat 3 andere Zustände, I, J und K, und hat auch eine Transformation, wie P funktioniert. P hat keine Parameter, P ist einfach nur eine ganz normale, ein ganz normales System. So, was wir jetzt wollen ist, wir wollen, dass P an R rangekoppelt wird, indem wir quasi durch P bestimmen, welcher Parameterwert von R ausgewählt wird. Und das tun wir, indem wir einfach sagen, je nachdem in welchem Zustand, der Zustand von P soll quasi bestimmen, welcher Parameter von R ausgewählt ist. Und dafür benutzen wir diese Kopplungsfunktion, die sagt einfach nur, je nachdem, in welchem Zustand, wenn P in dem ersten Zustand ist, in dem Zustand I ist, dann soll R die zweite Funktion benutzen, um zu evolutionieren und so weiter. Und so kann quasi, während P so vor sich hin evolutioniert und vor sich hin läuft, wechselt eben R durch die verschiedenen Transformationen durch, je nachdem, wie wir halt die Zustände von P hier rankoppeln. Ist das vielleicht ein bisschen klarer? Wahrscheinlich nicht. Alles furchtbar abstrakt. Also ich habe P iteriert im Prinzip wegen der Sammelkurve zwischen irgendwann IKKI. Genau. Das heißt, wenn ich das richtig übersetze, habe ich 2. Genau. Tatsächlich in diesem Beispiel. Genau, nach einer bestimmten Zeit wird immer R2 ausgewählt sein, aber natürlich könnte Z anders beschaffen sein und dann würden wir anders denken. Das ist tatsächlich ein sehr minim. Die Beispiele sind alle aus dem Buch abgeschrieben und ich habe nicht überprüft, wie plausibel die sind. Mir wirkte das nur eingängig. Aber der wesentliche Punkt ist eben, dass wir alles modellieren über Maschinen. Das heißt, wir haben so eine Maschine R. Und diese Maschine R hat einen Input, einen Parameter, und das modellieren wir, indem wir so tun, als wären es n verschiedene Maschinen. Und dann haben wir eine Maschine, die sie steuert, und die koppeln wir mit einer Maschine an diese Maschine R ran. Darf ich Marble-Diagramm empfehlen für dieses Konstrukt? Was ist ein Marble-Diagramm? Hast du irgendwie eine funktionale schräge relative Programmierung drin? Weil da kannst du genau dasselbe abbilden, nur wesentlich schöner. Ja, ich meine. Ob die Abbildung schön ist oder whatever. Wir können das jetzt darstellen durch, was er nennt, das Diagram of Immediate Influence. Das heißt, diese Kopplung stellen wir einfach dar, indem wir sagen, okay, in diesem Fall, die eckigen Kästchen stehen für eine Maschine, die runden Kreise waren Zustände, die eckigen Kästchen sind Maschinen. Und die Maschine P ist eben gekoppelt als Input an die Maschine R und die Maschine P selbst ist unabhängig, die läuft einfach so vor sich hin. Und wenn wir Kubernetik machen, irgendwie wenn wir anfangen, unsere tatsächlichen Probleme zu modellieren, oh, ich habe überhaupt gar nicht darüber geredet, komme ich gleich zu, wenn wir anfangen, unsere tatsächlichen Probleme zu modellieren, dann malen wir die ganze Zeit diese Diagramme und deswegen, wir kümmern uns tatsächlich gar nicht mehr so furchtbar darum, vor allen Dingen, weil für alle realistischen Systeme, auf die wir das raufwerfen wollen, wo es wirklich nützlich ist, haben wir eh viel zu viele Zustände und viel zu viele Variablen und viel zu viele Parameter und das heißt, da können wir gar nicht mit diesen Tabellen mehr arbeiten, so wirklich. Aber stattdessen malen wir immer diese Diagramme und benutzen da eben dann so Theoreme, um die es mir hier geht, die ich letzten Endes vorstellen will, um über das Verhalten zu reason. Eine Sache, über die ich reden sollte, ist, wofür ist Kybernetik interessant? Ich habe erwähnt, dass viele der Konzepte heute in Computer Science übernommen wurden. Tatsächlich, wie gesagt, dieser Ross Ashby war selbst Psychologe und die Ambition von Kybernetik damals war tatsächlich so ein bisschen so ein Allheilmittel für systemisches Denken zu sein. Und die wollten damit mal lösen, wie funktioniert eigentlich so ein Gehirn, wie funktioniert eigentlich so eine Firma, wie funktioniert ein Staat, wie funktioniert Elektrotechnik, wie funktioniert Physik, wie funktionieren soziale Systeme. Ne? Die wollten, also die Idee ist, quasi Kybernetes zu benutzen als einen generellen Analysemechanismus für beliebige Systeme. Und das heißt, die Idee ist einfach,
eine Mathematik zu entwickeln, mit denen man quasi einmal abstrakt so Kenntnisse finden kann und die dann überall anwenden kann. Und meiner Meinung nach, auch wenn wir Kybernetik tatsächlich heute gar nicht mehr so sehen und kennen und hören oft, war das erfolgreich, weil ich glaube, dass tatsächlich viele dieser Konzepte in unseren Sprachgebrauch und in wie wir über viele dieser Dinge reden, tatsächlich Einzug gehalten hat. Aber da komme ich gleich noch ein bisschen zu. Oder später, in den späteren Coachingstunden. Anyway, Variety. Variety ist das nächste Konzept, was wir ein bisschen verstehen müssen, worum es in diesem ganzen Kram geht. Variety ist die Anzahl der unterschiedlichen Zustände einer Menge von Maschinen. So, das heißt, jetzt haben wir nicht mehr nur eine Maschine, jetzt haben wir viele Maschinen. Und tatsächlich ist das Set von Maschinen, über das man meistens redet, ist so die Menge aller möglichen Zustände, die Menge aller möglichen Maschinen, die das sein kann. Das heißt, worüber wir versuchen jetzt zu reden ist, angenommen, ich habe so eine Maschine und das ist einfach so eine Blackbox und da kann ich nicht reinschauen und die kann ich nicht verstehen, aber ich will trotzdem irgendwie Inferenzen anstellen zu den Zuständen, die diese Blackbox intern hat. Dann nehme ich mir das Set aller möglichen, quasi das Set aller möglichen Zustände, in denen diese Maschine sein kann. Und das ist dann mein Set von Maschinen und die Varietät dieses Sets ist eben quasi die Unsicherheit. Je höher die Varietät ist, desto unsicher bin ich mir, in welchem Zustand diese Blackbox wirklich ist. Und je geringer die Varietät, desto mehr weiß ich darüber, in welchem Zustand sie tatsächlich ist. Ne? Also desto mehr Dinge kann ich unterscheiden. Und wenn ihr schon mal Thermodynamik gemacht habt oder Kryptographie oder so, dann kennt ihr den Begriff Entropie. Und Varietät und Entropie bedeuten mehr oder weniger das Gleiche mit subtilen Unterschieden, die ich ehrlich gesagt nur so halb verstanden habe, weil ich Entropie nur so halb verstanden habe. Aber die beiden Dinge haben sich zusammen gleichzeitig und miteinander entwickelt und deswegen ist auch, also Shannon ist auch ein Mensch, den Namen hat man gehört, wenn man so Signaltechnik macht. Und Shannon hat halt auch Kubernetik gemacht und mitbegründet. Anyway, und manchmal benutzen wir auch den Logarithmus, also wir reden so von Bits von Varieties, das sollte euch als Computer Scientists und Hacker auch irgendwie bekannt sein, geläufig sein, wenn ich über Bits rede, dann meinen wir einfach nur den Zweierlogarithmus, weil wir über sehr große Zahlen reden und die oft miteinander multiplizieren und potenzieren und dann sind irgendwie Logarithmen einfacher. Anyway, so, warum ist Varietät jetzt spannend? Varietät ist spannend, weil sich rausstellt, wenn ihr Thermodynamik gemacht habt, dann wisst ihr, Entropie kann nur zunehmen. Wie heißt das? Und das Äquivalent hier nennt sich Decay of Variety. Wenn wir so eine Maschine haben, hier, die hat irgendwie Zustände A, B, C, D und E und F und die sieht hier aus, dann könnt ihr euch irgendwie vorstellen, angenommen, wir starten jetzt einfach mal 6 verschiedene Maschinen in den 6 verschiedenen Zuständen, dann hat die am Anfang Varietät 6, weil wir haben 6 verschiedene Zustände und 6 verschiedene Maschinen und die haben alle unterschiedliche Zustände. Aber über die Zeit werden halt die Maschine in den Zustand A, geht in den Zustand D, die Maschine in den Zustand B, geht in den Zustand D und C wandert nach F und wandert nach E. Und das heißt, über die Zeit werden diese 6 Maschinen eben zusammenfallen, dass es nur noch 2 unterschiedliche Maschinen gibt, nämlich ein Set, welches dann im Zustand D ist und ein Set, welches im Zustand E ist. Right? Und das ist das, worüber wir auch vorhin schon geredet haben, dass irgendwie, wenn wir uns diese Zustandsgraphen angucken, kommen wir ganz häufig irgendwie in Zykel und in stabile Untersets und so. Und das ist eben eine Form von reduzierter Varietät. Das heißt, mit der Zeit wird sich unsere Unsicherheit über, in welchem Zustand sich eine Maschine befindet, automatisch verringern, so mehr oder weniger. So, das heißt, formuliert er eben, as time progresses, the variety in a set cannot increase and will usually diminish. So, das ist der eine Schritt. Der zweite Schritt ist jetzt, angenommen, unsere Maschine kann jetzt noch einen zweiten Zustand haben, hat einen Parameter und kann jetzt hat eine zweite Transformation, die hier rechts abgebildet ist. Und angenommen, wir schalten jetzt gelegentlich so zwischen 1 und 2 hin und her. So, dann ist, was passiert ist, wir starten irgendwie mit einer Menge Maschinen und wir lassen die so laufen und wenn wir von P1 auf P2 schalten, laufen dann, also dann ist zum Beispiel, wenn wir P1 laufen lassen, konvergieren alle Maschinen so in 2 Sets. Das eine Set landet irgendwie bei D, das andere Set landet irgendwie bei E. Und dann schalten wir auf P2 um und dann werden alle, die in D sind, werden nach E wandern und alle, die in E sind, werden nach B wandern. Und das heißt,
Nachdem wir MP2 umswitchen, wird nach einer Weile landen alle Maschinen bei B und auf einmal ist unsere Varietät nur noch 1. Das heißt, genauso wie mit zunehmender Zeit die Varietät nur verringert werden kann, wird auch mit Änderung am Input die Varietät nur kleiner. Also sie kann nicht größer werden. Das heißt, wenn wir die Inputs an unsere Maschine ändern, dann neigt das dazu, dass Maschinen von quasi einem geschlossenen Set, einem Basin, wie nennt man ein Basin, ein Abflussbecken, in ein anderes rüberspringt, so wie hier. Hier haben wir irgendwie ein Basin hier auf der rechten Seite, eins auf der linken Seite. Und wenn wir umswitchen, dann springen eben alle, die im Zustand E sind, springen in das zweite Becken um und landen dann alle ultimativ irgendwann in dem Sink. Das heißt, wenn wir Inputs an einer Maschine ändern, neigt das eher dazu, dass die Varietät verringert wird. Und das finde ich irgendwo spannend als Einsicht. Und warum interessiert uns das? Weil eine der Fragen, wir wollen Systeme analysieren, und ich finde dieses Zitat ganz wichtig, ganz witzig, es ist sehr lang. Er benutzt das, er analysiert hier das System Maus und sagt, wir gucken uns irgendwie das System Maus an und wir fragen, wann ist das eigentlich am Leben? Und so eine Maus, die kann irgendwie ganz viele verschiedene Zustände annehmen, die hat irgendwie ganz viele Parameter, wie sie ihre Arme und Beine bewegen kann. Aber wenn sie irgendwie von einer Katze angegriffen wird, dann verliert sie vielleicht mal ein Ohr oder so und dann ist sie aber immer noch lebend. Aber wenn sie irgendwie in 4 verschiedene Teile geteilt wurde oder in ihren Kopf verloren hat oder eine Lösung von Aminosäuren in Katzenblut ist, dann würden wir das jetzt nicht mehr unbedingt, diese Zustände nicht mehr überlebend nennen. Und das heißt, die Lesson hier ist, dass ein System, welches stabil ist, welches irgendwie langfristig überleben will, das versucht eben in einem bestimmten Set von stabilen Zuständen zu bleiben. Für die Maus sind die Zustände eben die lebendigen Zustände, aber sobald sie einmal tot ist, kommt sie aus diesem Zustand nicht mehr raus, und deswegen versucht sie eben in dem lebendigen Zustand zu bleiben, mehr oder weniger. Und im lebenden System ist das eben durch Evolution garantiert, und irgendwie, wenn wir uns über Unternehmen unterhalten, dann ist das vielleicht so durch Kapitalismus und so, weil Systeme, die das nicht schaffen, gehen halt pleite, und so weiter und so fort. Insbesondere versucht sie also Input Variety zu reduzieren, weil Input Variety, wie wir gesehen haben, kann dazu führen, dass die Varietät runtergedrückt wird. Das heißt, ein System, welches stabil sein will und lange laufen will und am Leben bleiben will, das versucht eben bestimmte, wie er sagt, Essential Variables auf einem stabilen Niveau zu halten. Und der Job von Kybernetik ist es eben zu beschreiben, wie das funktionieren kann. Und dafür reden wir über Regulierung. Nächstes Konzept. Regulation ist das nächste große Thema von Kybernetik. Er spricht hier von einem Regulation Game, um auf seine große Konklusion zu kommen, sein großes Theorem zu kommen. Er sagt, angenommen, wir haben so ein Spiel, wir haben zwei Spieler. Der eine Spieler nennt sich Disturbance, die Störung von der Umwelt, die versucht, das System zu ändern. Und das andere ist R, das ist der Regulator. Und dann sagen wir, D wählt einen Zustand aus, eine Funktion aus, ein quasi Parameter aus. Und dann wählt R auf Basis der Wahl von D eben seinen Input, um zu entscheiden, was der Output dieses Spiels ist, dieser Tabelle ist. Ne? Also zum Beispiel, der Regulator will den Output K erreichen, weil das ein guter Zustand für das System ist, welches er versucht zu regulieren, ne? Welches er auf einem konstanten Niveau halten will, dann würde er sagen, wenn D also 1 wählt, dann sollte ich Gamma als Zustand einnehmen. Und wenn D 2 wählt, dann sollte ich Alpha als Zustand einnehmen. Und wenn D 3 wählt, dann sollte ich Beta als Zustand einnehmen. Und wenn D 4 wählt, dann habe ich Pech gehabt, dann muss ich irgendwas wählen. Also, und das heißt, er modelliert quasi seine eigene Funktion von den Zuständen von D in die Zustände von R oder in die Parameter von R, um
eine bestimmte Menge von Outputs zu erreichen. Und weil er als Regulator das Ziel hat, die, da können wir, das können wir jetzt hier mal so zeigen, das stellt er in diesem Diagramm dar. Wir haben D, D ist der, die Disturbance, die Umwelt quasi, R ist der Regulator und R nimmt sich eben den Output von D und füttert den in die Tabelle rein und der Output von D wird auch in die Tabelle reingefüttert und die bestimmt eben den Outcome und der Outcome beeinflusst eben die Essential Variables. Und die Essential Variables ist das, was wir stabil halten wollen, damit unser System lebt. Ne? So, und das ist eben dieses Spiel und die Idee ist jetzt also, dass der Regulator möglichst wenig Varietät haben will in diesem Output, damit E möglichst wenig gestört wird. Und deswegen muss er versuchen, eine Transformation zu geben durch Beobachtung von D, welche möglichst wenig verschiedene Zustände annimmt. Ne? So, also er will idealerweise nicht 9 verschiedene Zustände haben am Output, sondern weniger. So. Und jetzt, das ist quasi der Punkt, das Ergebnis von ihm, was wir für spätere Vorträge brauchen, zeigt er sein, was er nennt, das Law of Requisite Variety, welches besagt, dass der Regulator nur begrenzt gut darin sein kann, diese Reduktion zu erreichen. Spezifisch ist die Varietät der Outcomes immer mindestens so groß wie die Varietät der Disturbance minus der Varietät vom Regulator. Das bedeutet insbesondere, damit der Regulator die Varietät runterdrücken kann, muss er selbst komplexer werden, immer mehr komplexer werden. Er muss selbst mehr Varietät in sich selbst haben. Ne? Im Grenzwert, wenn wir wirklich wollen, dass die Varietät am Output wirklich null wird, muss der Regulator so komplex werden wie das Environment. So, und qualitativ, er zeigt das eben, indem er im Wesentlichen so ein Pigeonhole-Argument auf so diese Tabellen raufwirft. Die qualitativ, was uns das sagt, ist eben, dass wenn wir ein Regulator, ja, dass wenn wir einen Regulator haben, eine Art und Weise, das salopp auszudrücken, ist zu sagen, ein Regulator muss, damit er perfekt funktionieren kann, ein komplettes Modell seiner Umgebung aufbauen. So, und wie er das zum Beispiel ausdrückt, ist also, deswegen sind so Leute wie die Menschen, deswegen haben wir so komplexe sensorische Systeme, ist, damit wir ein möglichst genaues System unserer Umwelt aufbauen können, über diese ganzen Sensoriken und über unseren Galaxy Brain. Und das hilft uns eben, die Varietät an den Essential Variables, so mit irgendwie Gehirnerschütterungen oder irgendwie Blutdruck oder wie viel Blut drin ist und nicht draußen, eben zu reduzieren dadurch. Und das ist, stellt sich, also das ist quasi eines der furchtbar zentralen Theoreme der Kybernetik. Weil das nämlich besagt, wenn du Systeme designst auch, besagt dir das auch, quasi wie effektiv dein Regulator sein kann und werden muss. Und warum das spannend ist, da kommen wir dann hoffentlich nächstes Mal zu. Das ist nicht diese Form von Regulator, dieser Regulator, der, wie ich habe den hier nochmal ein bisschen umgestellt, der sieht genau, das der gleiche Graph. In diesem Fall kriegt der Regulator sein Output von der Umwelt, von der Disturbance direkt und füttert sie eben in die Tabelle, in den Transmitter rein, in die Tabelle rein, um das zu regeln. Das ist aber nicht die einzige Form, die so ein Regulator haben kann. Und tatsächlich in der Praxis, stellt sich raus, ist das eher schwierig. In der Praxis sind die meisten Regulatoren, die wir haben, ein Beispiel, was es zum Beispiel gibt, ist, angenommen, du hast einen Thermostat in einem Wasserbad, ne? Dann schaut er sich meistens nicht die Umwelt an, sondern der schaut sich die Temperatur des Wassers an und regelt dann anhand der Temperatur des Wassers nach. Und das kann dann so aussehen, dass der eben statt, dass der seine Informationen direkt von dem Environment bekommt, kriegt er sie erst durch irgendwelche Sensoren. Und das ist, oder es kann sogar noch einen Schritt weiter gehen, dass du erst deine Essential Variables beobachten musst. Und das ist so. Das heißt, dass du quasi, ich weiß nicht, du merkst erst, dass du erstickst, wenn die Kohlensäure in deinem Blut zu sehr hoch geht oder so.
Das ist deswegen wichtig, weil eben die Bandbreite beschränkt ist. Das heißt, quasi, wenn er, jeder dieser Schritte fügt quasi Delay hinzu, und außerdem ist eine der Sachen, die irgendwie spannend sind, ist in diesem Fall, zum Beispiel hier ganz rechts, sieht man, dass der Regulator, der kriegt die Information von dem Environment, kriegt er erst durch E durchgefüttert, und da das Ziel ist, E konstant zu halten, wenn E konstant ist, kann es keine Informationen weitergeben, weil wenn E selbst irgendwie keine quasi von seiner Umwelt nicht beeinflusst wird, wenn der Zustand von E unabhängig von der Umwelt ist, was ist, wo wir eigentlich hinwollen, dann kannst du aus dem Zustand von E nicht rauslesen, wie die Umwelt aussieht. Ne? Also da geht ja Information verloren, wird die Information zerstört auf diesem Pfad. Und das heißt, insbesondere bedeutet das in diesem Fall, dass der Regulator, wenn er durch E durchgehen muss, nicht mehr perfekt sein kann. Und auch hier muss er langsamer reagieren. Und deswegen ist das relevant, weil man sich eben, wenn man so Systeme designt, dann anschauen kann, wenn ich hier irgendwie zwei Systeme habe und das eine soll das andere regulieren, dann ist irgendwie wichtig, wo dieses eine System, welches es regulieren soll, wo es die Information herkommt und ob es genug Bandbreite hat, um überhaupt diese Regulation vorzunehmen. Und das ist quasi eines der qualitativen Argumente der Kybernetik. Und das war ganz furchtbar viel Theorie. Das ist so ein bisschen die Grundgedanken, aber diese qualitative Idee, dass Regulatoren, um zu funktionieren, müssen sie können nur so gut Varietät dämpfen, wie sie selbst Komplexität haben. Und wir müssen irgendwie darauf achten, wo die Informationen herkommen, weil sonst kann der Regulator nicht funktionieren. Das sind irgendwie so die qualitativen Dinge, die man mitnehmen muss. Ja, so. Fehlt hier theoretisch noch ein Open-Loop-Ansatz? Also sprich, ich ignoriere D komplett. Ich habe aus D irgendwann mal statisch grundsätzliche Konzepte abgeleitet, die hart verbacken in R drin sind und die versucht werden umzusetzen. Beispielsweise, ich habe kein Thermostat, sondern ich sage einfach, morgens brauche ich 50% Heizungsleistung, abends 20%, in der Hoffnung, dass E dann umgesetzt wird. Kannst du auch machen. Also die Frage war, gibt es nicht auch Open-Loop-Sachen, sodass du gar nicht mehr auf D denkst? Ja, das kannst du natürlich auch machen, hat aber natürlich auch seine Limitation. Eine der Sachen, um die es halt so ein bisschen geht, ist, wenn wir ein perfektes Modell unserer Umwelt hätten, welches alle Sachen korrekt vorhersagen kann, dann hätten wir viele Probleme nicht. So, eines der großen Probleme, mit denen wir eben umgehen wollen, ist, wir wollen Systeme bauen, langfristig, die in der Lage sind, sich auch auf veränderte Umstände der Umwelt anzupassen. Und also idealerweise, natürlich, was deine jeweiligen Designziele sind, hängt dann jeweils ab von deinem jeweiligen Feld. Ne? Ultimativ wollen wir eben Systeme konstruieren, die in der Lage sind, sich selbst anzupassen auf veränderte Umstände. Und deswegen ist schon irgendwo auch wichtig, diese Umwelt mitzumodellieren. Aber wie gesagt, rein vom theoretischen Ansatz muss man das nicht. Und rein vom theoretischen Ansatz sind das sowieso nur so ein paar Funktionen, die wir an die Tafel gemalt haben. Wie gesagt, jetzt das war jetzt so die Grundbegriffe der Kybernetik einmal durchgerannt. Und warum mich das interessiert, da geht es dann das nächste Mal irgendwann weiter. Gut. Dann danke ich für eure Aufmerksamkeit, sofern sie da war.